Und ja, ich habe geweint. Du geile Sau. Das sage ich immer. Okay, jetzt muss ich weinen. Ich stehe auf dem Kopf. Wir haben unser Inventar ein bisschen umgestellt. Das ist so lustig hier. Wir haben gerade voll viel Spaß. Und räumt ihr eure Zimmer jetzt auf gerade? Ja. So lustig. So, wir sind jetzt wieder nach Hause gefahren. Wir warten jetzt hier auf den Faschingszug. Um 14 Uhr fängt es an. Und ich kann sie schon hören. Die kommen gleich. Wir stellen uns jedes Jahr hier an dieselbe Stelle. Ich hoffe, ihr seht mich überhaupt wegen der Sonne. Und ja, gleich geht's los. Das wird wieder total lustig, das weiß ich jetzt schon. Und in diesem Haus, das verkehrt rum war, war es total lustig. Man musste so ein bisschen umdenken und ja, einen Riesenspaß. Und jetzt kommt da vorne, glaube ich, gleich der Faschingszug. Also, bis später. Hello! 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 Hallo! Die Susanne! Hello! 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 Ich muss weinen, Alter. Ich verlasse den Arsch. Da bin ich wieder. So, meine Männer haben jetzt Hunger nach dem Ausflug heute. Und zwar haben sie sich Gulasch gewünscht. Mein Mann war gestern einkaufen und zwar hat er mitgenommen 1 Kilo, 10,68 Euro. Ich habe mir jetzt hier schon die Zwiebeln bereitgelegt und ja, bereite jetzt mal alles vor. Euch gefällt es ja immer, dass ich euch beim Kochen so ein bisschen mitnehme, wenn ich vorbereite und ja, wie ich was zubereite. Deshalb stelle ich euch jetzt mal hier ab und dann könnt ihr so ein bisschen zugucken. Hallo, ich will Erdbeeren. Ja. Aber ich habe ja jetzt hier schon alles fürs Fleisch vorbereitet. Aber ich mach's da drüben. Warte mal. Oder warte mal, dann schneide ich das Fleisch später. Komm, gib mir mal die Erdbeeren. Ja. Meine Hände habe ich gewaschen. Jetzt ziehe ich erstmal meinen Schmuck aus. Magst du mir mal meinen Schmuck da drüben bitte hinlegen schon? Ja. Danke, mein Herz. So, also machen wir halt erst Erdbeeren anstatt Zwiebel. Ihr seid so ein bisschen niedrig, ne? Also ich bin so ein bisschen. Egal. So. Also, machen wir mal die Erdbeeren. Oh, die sind aber nicht so schön, Lu. Hm. Der Papa gekauft. Ja, da hätte der Papa mal ein bisschen besser gucken müssen. Die sind nicht schön. Bäh. Die lassen wir weg. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen höher gestellt. Ich muss jetzt erstmal Zwiebeln schneiden. Boah, hast du das auch so wie ich? Es gibt ja verschiedene Tricks, ne, die man anwenden kann, klar. Damit man nicht weint, aber komm. Und dann, wenn das Essen fertig ist, also die Soße, muss ich die Zwiebeln rausfischen. Ich zeige es euch. Und zwar mit diesem Sieb hier. Ja, da kommt dann so die Soße rein. Und damit zwei meiner Jungs keine Zwiebeln im Essen haben, muss ich das so machen. Tja, so ist es. Nichts als die Wahrheit, ne? Was soll ich euch erzählen? Ihr wisst, ich stehe für mehr Realität. So ist es halt nun mal. Es ist nicht gelogen. So. Okay, dann schneiden wir mal die Zwiebeln. Ich schneide die so schon sehr dick, die Scheiben, damit ich dann auch keine Schwierigkeiten habe, die rauszufischen. Weil das natürlich auch reduziert durch die Soße, ne? Und dann verkochen die ja auch zum Teil. Und dann wären die ganze Zeit mit der Gabel da und würden das Zeug so rausfischen. Okay, jetzt muss ich weinen. Oh. Egal, geht vorbei. So, ich mach mal weiter. So, Zwiebeln sind fertig und dementsprechend sieht mein Make-up aus. Egal, interessiert kein Menschen. Jetzt schneide ich das Fleisch klein und zwar mag ich das nicht, wenn die Stücke so groß sind. Also das kann ich überhaupt nicht leiden. Deshalb schneide ich nochmal ganz kleine Würfel aus dem Fleisch. Mach mir da nochmal extra viel Arbeit. Läuft bei mir. Sie hat da drüben eine Decke, ne? Da ist sie nicht, aber hier ist sie, ohne Decke. Ne? Die kleine Freche. Du kriegst kein Stück Fleisch. Nein, es wird nichts vom Tisch oder vom Kochen abgegeben. Tut mir leid. Aber, warte mal, ich kann dir ja für dich dein Leckerchen geben. Warte mal.
Da habe ich dafür was für dich. Warte, muss das erstmal rausholen. So. Futter. Andere Futter. So ist fein. Und hopp. So ist fein. Und check bitte. Check. Check bitte. So ist fein. Bitteschön. So, und jetzt geht's ab ins Wohnzimmer. So sieht das Ganze jetzt aus. Mittlerweile ist es dunkel draußen, aber das ist ja auch nichts Neues zu dieser Jahreszeit. Ich mache jetzt hier noch Bratenform mit dazu. Hier. Und hier bekomme ich gerade einen Kommentar zu meinem neuen Video. Und ja, ich koche mal weiter. Und jetzt kommt noch von Alnatura ein Frühwürfel dazu. Und das Gulasch ist jetzt fertig. Und das meinte ich damit. Ich muss das jetzt alles schön rausfischen. Ist aber nicht so schlimm. Spätzle sind auch schon soweit fertig. Und ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt schmecken. Und ich melde mich dann morgen nochmal bei euch. So Leute, ihr wisst ja, ich stehe für mehr Realität. Ne? Ich zeige euch ja echt alles Mögliche. Und mir ist gerade ein Big Fail passiert. Und zwar habe ich hier diese Pigmente. Die hatte ich alle abgefüllt. Beziehungsweise hier in diese Schachtel, weil ich der Steffi schöne kleine Pakete gemacht habe. Und ich habe das Teil leider gerade irgendwie so doof hochgehoben. Und habe mir das alles hier auf dem Boden verteilt. Oh Mann, ich ärgere mich gerade. Hier sind auch die ganzen Zettel, weil ich natürlich auch die Namen dazu geschrieben habe. Und oh nein, schaut mal, da sind jetzt die teuren Pigmente von MAC auf dem Boden. Wunderbar, jetzt muss ich das alles erstmal sauber machen. Oh Mann, das ärgert mich jetzt voll. Schaut mal, wie schön das glitzert. Wie ärgerlich. Hello! Hallo! Du geile Sau. Das sage ich immer. Gleich geht's los. Da unten stehen schon die ganzen Leute bereit. Wir sind heute auf einem anderen Faschingszug. Und ja, da ist mein Nessie. Nur ich habe mich verkleidet. Also ich war kurz beim Friseur. Sag mal es mal einfach, wie es ist. Ne? Ganz kurz. Oder ich habe kurz in die Steckdose gefahren. Eigentlich würden dir die Haare auch gut stehen, Nessie. Nein. Nein? Okay, also wir sind jetzt mal gespannt auf den Faschingszug. Wo ist mein Luki? Hier. Ach da, da ist mein Lukito. Hat sich auch nicht verkleidet. Ja. Nur ich mache mich hier zum Affen. Egal. Egal. Los geht's. Vor diesen Bären hatte ich als Kind immer totale Angst. Oh mein Gott. Vor dem hatte ich immer Angst. Schaut. Und dann? So, ich zeige euch mal was. Der Sturm hat die Glasplatte von unserem Tisch komplett auseinandergewedelt. Und ich mache das gerade sauber. Und da unten sind auch Glasscherben. Und hier habe ich schon einiges zusammengekehrt. Ja, da mache ich jetzt mal weiter, würde ich sagen. Ne? Vorne noch. Oh Mann. Überall Glas. Glas, Glas, Glas. Na toll. Erster Test. Wie ist es? Hui. Ist es gut? Max, super. Jetzt kommt noch die Halterung fürs Netz. Das macht der Max jetzt noch, weil bei unserem alten Trampolin, da ist es kaputt gegangen wegen der Witterung. Aber es ist natürlich total wichtig, wenn die Kinder Salto machen und Rückwärtssalto und überhaupt, dass da eine Sicherung da ist. Ne? So sieht es jetzt hier aus. Oh mein Gott, Chaos. Aber das ist ja hoffentlich gleich weg, das Chaos. Lassie testet gerade meine Haare, weil wir ja gestern diesen Test durchgeführt haben und die sind noch voll hart. Jetzt sind wir gerade im Kino und zwar haben die Kinder ja noch Ferien, und zwar Faschingsferien. Ja. Und das Wetter draußen ist leider nicht so gut, deshalb haben wir uns dazu entschieden, ins Kino zu gehen, um mal was Besonderes zu machen. Ich glaube, der Film, der ist eher traurig. Ich weiß nicht. Doch, ich glaube, der ist traurig, der Film. Naja, wir werden sehen, ob das Make-up dann verlaufen ist, wenn ich wieder rauskomme. Also, bis später. Wir gönnen uns jetzt. Aber richtig. Aber so richtig. Die anderen Kinder sind schon da vorne und ich kann euch sagen, mit so vielen Kindern ist es echt teuer. Schaut mal. Da ist der Film. Bailey nennt er sich.
Okay, also wir gehen jetzt rein. Kino 2 und ich gönn mir im Kino. Bis später. Ich freue mich schon voll. Machst du mir auch, Schatz? Danke. Geht los. Hello, hello, meine Lieben, da bin ich wieder. Wir sind jetzt zurück vom Kino und ich möchte nicht spoilern, aber der Film, der war echt schön. Also der war richtig schön, allerdings auch sehr traurig und ja, ich habe geweint. Sieht man vielleicht auch. Ja, ich war so traurig, weil wir haben ja auch einen Hund, ne? Da ist sie, die kleine feine Bella. Ihr kennt sie ja schon, ne? Bella, geht's dir gut? Und als wir, ja, du bist eine Feine, ne? Als wir dann zurückgekommen sind, das war so süß, weil wir haben sie dann so gefragt, und Bella, hast du auch schon mal gelebt? Und dann hat sie so genickt. War natürlich Zufall, ne? Aber wir haben uns echt kaputt gelacht. Ne, Bella, als sie so reagiert hat. Jedenfalls war der Film richtig schön und es war auch echt ein schöner Tag im Kino. Und jetzt sind wir wieder zurück. Und ich bin hier, da hinten steht ein ganz großer Karton. Gestern war nämlich die Yvette da und wir haben ein Video gedreht. Und zwar hat der Max und der beste Kumpel von Max, der Olli, mir die Haare angesprüht. Ja, bin froh, dass ich morgen Friseurtermin habe. Es war sehr, sehr lustig. Das Video werdet ihr dann am Sonntag sehen. Und hier sind jetzt noch ein paar Sachen von Roamwear. Die wollte ich euch ganz gern zeigen. Und wir waren noch shoppen gestern. Auf Snapchat haben mir dann ganz, ganz viele geschrieben, ob ich die Sachen nicht in dem Video zeigen könnte, gerade die Sachen, die für den Max sind. Und das werde ich natürlich heute gerne in diesem Video tun und euch, wie gesagt, die Sachen da drüben zeigen. Hier ist jetzt noch mein Lissandro, da kommt er gerade. Wie fandest du den Film, Schatz? Gut. Fandst du den auch gut? Ja. Ja, aber der war schon auch traurig, ne? Als Bailey dann das erste Mal gestorben ist, das war echt traurig. Ja, du riechst gut, Lassie, deswegen will sie dich ablecken. Ja, so, also gut, dann zeige ich euch jetzt mal die Sachen hier drüben von Roamwear. Und dann habe ich noch hier ein Paketchen und zwar von Royal Wellness. So sieht das Ganze aus mit ganz, ganz tollen Produkten aus einem fernen Land. Sehr, sehr spannend, was dabei steht. Aber hier ist noch mein heiliger Gral, den wollte ich euch noch ganz kurz zeigen. Ich habe euch schon so, so viel davon erzählt, gerade auf Snapchat und auch in meinen Videos, in meinen Favoritenvideos waren diese Pads auch schon zu sehen. Und zwar mache ich mir die einfach hier unters Auge. Die sind unglaublich feuchtigkeitsspendend und ich weiß von euch, dass ihr auch sehr zufrieden damit seid. Ganz viele haben sich die schon nachgekauft, eben gerade auf Snapchat, als ich sie gezeigt habe und oh mein Gott, ich liebe sie. Ich freue mich schon riesig drauf und wie gesagt, lasst mich gerne mal wissen, ob ihr dazu ein separates Video sehen wollt, weil die Sachen sind echt spannend. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch die Sachen von Roamwear. Ich hoffe, dass das Licht okay ist, dass ihr mich überhaupt seht. Ach und übrigens, schaut euch bitte schön mal meine schönen Tulpen an, wie schön die noch blühen. Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Wir sind schon über eine Woche hier. Und zwar hatte ich euch die ja in meinem Video gezeigt. Da hatte ich hier dekoriert und habe euch eine Roomtour von meinem Esszimmer hier abgefilmt. Und die sind noch so, so schön. Bis jetzt vielleicht auf die, aber sonst sind die anderen auch echt richtig schön, ne? Ich liebe Tulpen. Ja, Frühling und so. So, jetzt zeige ich euch aber wirklich die Klamotten. Und zwar habe ich jetzt hier zum einen, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt sehen, das ist mal ein bisschen anderer Fashion Haul. Diese Weste hier, oh mein Gott, schaut euch bitte schön mal diese Qualität an und wie schön die Farbe ist. Die habe ich schon öfters getragen. Ich habe so eine auch von Bershka und zwar ist die in so einem, ja, hellrosa. Die hatte ich zur Berlinale auch an, auf dem roten Teppich und die hat halt echt mal das Dreifache gekostet. Und die war günstiger und ist von der Qualität her mindestens genauso gut, wenn sogar noch besser. Also gefällt mir total gut. Dann habe ich diesen Rock hier. Haha, da freue ich mich schon total auf den Sommer. Schaut ihn euch an. Der ist in einem richtig schönen Stoff. Unten ist er auch ganz schön gemacht. Ah, da freue ich mich schon drauf, den zu tragen. Dann haben mich ganz, ganz viele gefragt, woher denn dieses Kleidchen hier ist. Das habe ich jetzt auch schon öfters getragen. Und zwar, ja, ist es auch von Roamwear. Auch hier finde ich die Qualität wieder bombastisch. Also wirklich mega. Ich liebe dieses Kleid. Ich trage das super gerne. Habt ihr eben, wie gesagt, auch schon ganz oft auf Snapchat gesehen. Dann habe ich noch diesen Rock hier. Den finde ich auch richtig schön. Nur bei dem hier ist es halt so, dass ich der Meinung bin, dass es besser ist, wenn den Frauen tragen, die ganz, ganz groß sind und ganz
lange Beine haben, ja. Weil der schon auch aufträgt, ne? Der hat halt ziemlich viel Stoff und das trägt so ein bisschen auf. An der Hüfte, bei mir zumindest. Naja, gut, aber ist nicht schlimm. Dann diesen Rock hier, da werde ich mich auch richtig wohlfühlen, das weiß ich jetzt schon. Und zwar ist es in so einem Tüllstoff. Ja, und da kann ich mir zum Beispiel auch dieses Levis-T-Shirt gut drauf vorstellen. Das habe ich euch ja auch schon gezeigt. Das hatte ich auch in meinem letzten Video an. Das mag ich super gerne, mein Levis-T-Shirt. Das hatte ich mir bei Amazon bestellt. Einfach so diesen Stilbruch, ne? Was Schickes und oben einfach was Sportliches. Dann habe ich mir jetzt nochmal diesen Rock hier bestellt. Und zwar hatte ich euch den auch in meinem Fashion Haul gezeigt. Der ist jetzt hier noch eingepackt, weil mein anderer, und zwar dieser hier, das ist ja derselbe, wie gesagt, da ist der Reißverschluss leider kaputt gegangen. Und deshalb habe ich ihn mir nochmal bestellt. Der ist auch überhaupt nicht teuer, wirklich. Und den hatte ich jetzt bei Maybelline auf der Fashion Week an. Dann hatte ich den schon auf der Glow an. Und ich habe da so viele Komplimente dafür bekommen. Also der ist auch super verarbeitet. Schaut mal, der ist echt so hochwertig. Ich mag den sehr, sehr gerne. Und deshalb habe ich ihn mir einfach nochmal bestellt. Ja. Und alle Links werde ich euch zu den Produkten mal unten in die Infobox packen, damit ihr nicht zu lange suchen müsst. Und ja, jetzt koche ich schnell und ja, dann war es das jetzt erstmal von mir. Ich nehme euch jetzt wieder mit und wir kochen jetzt eine Runde zusammen, ne? Damit diese Kinderlein was zu essen bekommen und mein Mann. Ne, Bella? Bella guckt schon. Wenn es ums Essen geht, dann wird die immer hellhörig. Ach so, wartet, ich habe euch ja die Sachen von Max noch gar nicht gezeigt. Hoppheiler. Genau, wir waren bei Jack and Jones und zwar gab es da ein richtig cooles Angebot. Zum Thema Socken. Also meine Männer und Socken, ganz schlimm. Und zwar kosten die eigentlich 2,95 Euro. Aber wenn man 5 Paar nimmt, kosten sie nur 10 Euro. Deswegen habe ich zugeschlagen. Dann hat er noch 2 Pullis bekommen. Ich habe euch noch 2 Oberteile unterschlagen von Romwear. Einfach so schlichte Longsleeves. Einmal in S und einmal in M habe ich bestellt, weil ich da so eine Lederimitat-Leggings tragen möchte, beziehungsweise einfach eine blickdichte Strumpfhose und diese Oberteile. Und die Sachen von Max, die zeige ich euch auch gleich. Die sind nämlich schon unten in der Wäsche, merke ich gerade. Und eins hat er an. Ja, ein Oberteil hat er schon an. Aber ich kann euch noch ganz geschwind diese 2 Oberteile hier zeigen. Und zwar habe ich mir die gegönnt bei Zara. Einmal dieses hier, finde ich richtig schön. Und jetzt kommt mein Favorit. Ta-ta-ta-ta! Dieses hier. Ich zeige es euch jetzt eingeblendet, wie es aussieht. Weil so, wenn ich das hochhalte, geht das nicht. So, okay. Schluss mit der Fashion Show. Ich gehe jetzt hier rein und koche für meine Männer. Ne, Bella? Und der Tischkicker, der muss auch noch verschwinden, Bella. Genau, leg dich zu mir, mein Schatz. Leg dich einfach zu mir, mein Schatz. Also, los geht's in die Küche. Ich mache jetzt Mittagessen. Lecker! Kasane und Mascarpone kommt jetzt auch noch rein. Jetzt verfeinern wir das Ganze noch. Heute gibt es ganz besondere Nudeln für uns und zwar diese hier. Die hatte ich im Feinkostladen mitgenommen. Davon hatte ich euch auch schon erzählt. Und ja, da bereite ich jetzt mal weiter die leckere Soße vor. Ich habe jetzt noch ganz schnell einen Feldsalat vorbereitet. Karotten habe ich geraspelt, habe Olivenöl dran gemacht und hier sind jetzt noch Paprika, Tomaten und Zwiebeln mit drin. Jo, und jetzt schauen wir mal nach unseren Nudeln, was die so machen. Ich habe die Nudeln jetzt rein und frischen Pfeffer drauf und das Ganze lasse ich jetzt noch mal ganz, ganz kurz aufkochen. Und so sieht jetzt das Mittagessen aus. Den frischen Salat habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Und hier sind jetzt die frischen Nudeln. Und zwar die Panzerotti gefüllt mit frischen Steinpilzen. Dann hatte ich ja Champignons angebraten mit Zwiebeln und so weiter. Jetzt habe ich hier noch so kleine Cherry-Tomaten dazu, frischen Parmesan und Basilikum. Und hier habe ich noch diese Balsamico-Creme, die jetzt gerade schon zerläuft. Und ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt mal schmecken. So, ihr wolltet also die Sachen unbedingt vom Max sehen. Ich habe die jetzt mal von der Wäscheleine runter, deshalb sind die jetzt so verknittert. Das ist einmal dieser Pulli hier von Jack & Jones. Dann wollte er sich nochmal diesen hier mitnehmen und zwar ist der von H&M. Den hatte er schon mal, aber da hat er sich irgendwie so einen komischen Fleck drauf fabriziert vom Essen oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall bekomme ich den nicht mehr raus und der sieht so schön an ihm aus und deshalb haben wir ihn jetzt nochmal gekauft und dann diesen hier, wie gesagt, nicht darauf achten, dass das jetzt alles so verknittert ist.
Das war auf dem Wäscheständer und der ist, wie gesagt, auch von Jack & Jones, hier mit dieser Kapuze. Gefällt mir total gut. Und jetzt, meine Lieben, muss ich mich total beeilen. Ich mache nämlich jetzt hier diese Sachen hier fertig. Und zwar hatte ich eine Verlosung auf Snapchat, eine Blitzverlosung. Und jetzt werde ich die Sachen noch einpacken. Der Pulli hier, der ist mir auch 3 Kilometer zu groß. Ich zeige euch den mal an einem Spiegel. Aber ich mag den so gerne. Also nicht wundern, dass der so runterhängt. Ich mag den halt voll gerne. Ich zeige euch den jetzt mal hier am Spiegel. Moment. So, schaut mal. So sieht der aus. Riesig, oder? Ich liebe den Pulli. Das ist halt so ein richtiger Oversize-Pulli. Deshalb heißt der ja so, ne? Es rutscht mir zwar dann immer so ein bisschen runter, aber ich mag das. Ich mag das voll gerne. So, mein Oversize-Pulli. Also nicht wundern, dass das immer so ein bisschen wegrutscht. Also mal schauen, was wir jetzt noch so machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir jetzt was backen, der Alessandro und ich. Mal schauen. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Würde ich mal sagen. Und jetzt habt ihr auch meinen schönen Oversize-Pulli gesehen. Den habe ich euch übrigens auch in meinem Fashion Haul gezeigt, meine ich. In meinem letzten Fashion Haul. Ja. Ich finde den toll. Habe ich schon gesagt, dass ich den Pulli toll finde? Nein, ich bekomme dafür kein Geld. Dass ich das sage. Ich bin nur ehrlich mit euch. Wisst ihr ja. Der Lassie beeilt sich gerade und zieht seine Schuhe an. Wir müssen nämlich zum Fußballtraining. Schnell! Ein Stress. Ich sag's euch. Ein Stress. Musst du mich jetzt mal auf die Tür zu? Ja. Tschüss! Los geht's! So, meine Lieben, da bin ich wieder. Neuer Tag, neues Glück. Ich komme gerade vom Friseur. Das ist das Ergebnis. Und ich würde sagen, ich beende jetzt an dieser Stelle diesen Vlog, denn ich habe gemerkt, dass ich ultra viel gefilmt habe, damit es nicht zu lange wird. Ich hoffe, dass euch die kleinen Eindrücke gefallen haben und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bleibt auf jeden Fall jetzt noch ganz kurz mit dabei, denn eine ganz liebe Abonnentin hat mir gesnappt und hat sich bedankt, denn sie war die glückliche Gewinnerin der Verlosung. Und zwar hat sie die Foreo Luna 2 gewonnen. Ich habe sie gefragt, ob sie heute mit in dieses Video möchte und sie hat ja gesagt. Deshalb wäre es schön, wenn ihr noch mit dabei bleibt. Ansonsten habe ich heute unglaublich viele Termine und zwar muss ich noch zum Elternabend und ja, also ich habe total viel noch vor und ja, deshalb wie gesagt, beende ich jetzt mal dieses Video und am Sonntag, ihr wisst Bescheid, kommt das Video zu meinen Haaren zusammen mit Max, also schaltet da auf jeden Fall ein, ich glaube, es wird sehr lustig und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis bald. Tschüss! Ich wollte vielen, vielen Dank sagen, gell? Also ich bin sprachlos, wie gesagt, ich hätte es auch jedem anderen gegönnt, ganz ehrlich. Trotzdem bin ich echt glücklich. Danke euch.